Willkommen zurück zu Let's Play Batman Arkham Origins 100% Run. Wir sind bei den DLC-Karten für Deathstroke. Als nächstes steht an Tokugakure Ryu. Boah, ich kann überhaupt nichts aussprechen davon. Das ist schlimm, ne? Das war hier die Stage, die nur zwei Runden hat. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, dann hat mir eine, die hat ganz normal vier Runden, und dann war ja auch eine wieder nur mit zwei Runden, und da hat mir Shiva. Ich kann mir nicht helfen, wenn ich den Namen Shiva lese, muss ich immer gleich an die Mortal Kombat-Fassung denken, die zwar anders geschrieben wird, aber genauso ausgesprochen wird. So, bis 70.000 und wir haben alle drei Medaillen. Ich mach nur Quatsch. Me gusta, me gusta. Oder so. Das macht zwar keinen Sinn, dass ich jetzt hier Spanisch reingehauen habe, weil wir sind ja eigentlich bei den Asiaten. So, heißegal! Banzai! Oder so. Nein. Das ist nochmal für euch. Haha, bin ich dir aus der Taktik gesprungen. Heute läuft's, ne? Gestern, als ich aufgenommen habe, habt ihr mich hier immer nur am Fluchen hören. Achtung, wir wissen, dass es jetzt gleich weitergeht. Ach ne, da nicht. Achso, dann habe ich mich geirrt. Dann habe ich das gerade mit der zweiten Runde verwechselt. Ja, sehe ich auch so. Dann gehe ich in den Keller Panzerstrecken, wie meine Mutter jetzt an dieser Stelle sagen würde. Die hat mal so einen random Spruch einfach rausgehauen, fand ich zu gut. Ich war gerade dabei Eis zu essen und habe mich dann böse dran verschluckt. Also was lernen wir daraus? Nicht mit meiner Mutter Eis essen gehen, das kann gefährlich werden. Okay, wir sind bei der zweiten Medaille schon angekommen. Nein, nein, nichts jetzt da. Oh, das war aber eben knapp. Du kommst mal her. Get over here! So, machen wir mal einen Combo ausschalten für dich. Und ein Niederschlag für dich. Kann ich jetzt noch eine zweite Runde? Dann habe ich es irgendwie verwechselt. Bei Batman war da noch eine zwei Runden, oder? Bin ich gerade blöd. Egal. Ah ne, dann waren das vier und dann habe ich es mit einer anderen verwechselt. Aber wir haben jetzt eh gleich die dritte Medaille. Deswegen kann man auch mal so einen Bodenausschalten machen und da haben wir sie. Halt! Nein! Jetzt ist meine perfekte Combo. Die ganze Zeit aufrecht. Versuchte aufrecht zu halten, in die Hose gegangen. Nein! Das lassen wir schön bleiben, mein Freundchen. Mein lieber Mann! Ja, schon, meine liebe Scholli, Herrschaftsgesangverein oder was auch immer. Wow, das war zu knapp. Wow, das war noch knapper. Knapp, knapper, gegen Kirby. Und jetzt aber kaputt für dich. Hast du Armschmerzen? Das tut mir aber ja nicht leid. So, im Prinzip ist es ja jetzt eigentlich ganz egal, wie wir uns hier anstellen. Ach übrigens, ich sag dir mal, man kriegt ja eine Trophäe, wenn man in einer Kampfherausforderung kein einziges Mal getroffen ist. Das könnt ihr übrigens euch auch über die DLC-Karten erspielen. Aber man kann natürlich auch, jetzt bin ich schon getroffen worden. Man kann natürlich auch beliebig oft eine Challenge-Karte wiederholen. Ebenso gibt es ja auch eine, da soll man in einer Jäger-Herausforderung lediglich nur ein verstecktes, ein geräuschloses Ausschalten machen, und das erfüllt ja dann keine einzige der Konditionen. Heieiei, war das eben wieder knapp. Das ist auch toll. Ich spiele jetzt ein DC-Spiel und heute Abend geht's in einen Marvel-Film. Zu dem Zeitpunkt, wenn das hier aufgenommen ist, sind gerade die Avengers 2 rausgekommen. Und wenn dann geguckt. Allein schon, weil ich Robert Downey Jr. als Tony Stark so genial finde. Aber der zweite Captain America Film, der war auch hammerhart. Krass. Krasse Welt, ne?